Ne? Gleiches Prinzip hier. Da haben wir zugemacht, das Feuer wird sich unten im Sauerstoff. Und das ist dann komplett geübt. Der Rauch ist schon brennbar von der Farbe. Und dann mal drauf. Achtet auf den Rauchbild, die Teller, vorher. Das geht besser. Frauen dabei. Nur durch das Türen von dem Rauch, nicht für uns. Ja, das steht ungefähr, da waren die Gase, die uns gemacht haben. Ne, das Rauch, der zieht wieder unten den Sauerstoff rein, das zieht wieder genau unten an der Kante gut. Das heißt, Pyrolyse ist noch da und gleich zündet er wieder durch, wenn er die Temperatur hat. Gewicht, ne? Ein Seitenraum. Ne? Ihr habt immer einen Druckgefälle. Unten ist gar nichts. Absolut nichts. Oben hast du den Rauch, der rauszieht. Weil er natürlich sich jetzt wieder den Sauerstoff reinholt. Aufgrund der Undichtigkeiten, die jetzt in der Tür sind, zieht er sich automatisch den Sauerstoff wieder rein. Du hast jetzt Bodentemperaturen 35 Grad. So, jetzt komplett anderes Prinzip. Oben drückt er raus, unten ist kein Rauch mehr. Deshalb Türen, wenn du irgendwo hinkommst, mach wieder zu. Das ist schwierig zu führen, wenn du meinst, du kommst in den Bereich, da ist kein Rauch. Das heißt, der drückt ihn irgendwo anders raus. Der zieht sich immer mehr Sauerstoff rein und gleich müsst ihr das Vollrad wieder einsetzen. Zack. Ja, und weg. Aufgrund des Druckes drückt ja oben die Pyrolyse durch die Tür. Das heißt, der Zündung fällt nach oben weg. Selbst oben der Raum, wo kein Eingang ist, wo wir alles zugelassen haben. Achtet mal, gut, jetzt aufgrund der Undichtigkeiten, jetzt vom Teil selber. Aber was da oben alleine für eine Pyrolyse drin steckt. Lange kommt hoch und holt sich oben sofort wieder die Pyrolyse bzw. die brennbaren Gase.
Felder aufgegangen. Mach mir schon Gedanken.